Bam, bam, bam. Also ihr seid ja mal echt der Knaller. Nach meinem coolen Fragt-Lappen-Video habt ihr mir so geile Fragen gestellt und es sind auch so viele geworden. Also dass ich jetzt so ganz cool wie die großen 1-Million-YouTuber, das glaube ich in mehrere Teile unterteilen werde. Ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 werden, weil sonst werden die Videos so ewig lang. Und ich will ja, dass ihr die Antworten auch alle seht. Und ich versuche auch, das irgendwie so einzuteilen in der Infobox, dass ihr so seht, ja, der Block, Fragenblock ist hier, der Fragenblock ist hier, der Fragenblock ist da und in der nächsten Folge geht es dann weiter oder so. Und wir fangen jetzt mal an. Ich habe das auch cool an unterschiedlichen Orten gemacht, also so dezent. Und das wird auch so weitergehen. Aber wir fangen gleich mal an. Die aller wichtigste Frage ist, glaube ich, auch erstmal von Blasius G. Warum nenne ich mich Lappen? Und zwar, sorry Nasio, das leitet sich ab von Footlappe-Gspenst. Footlappe-Gspenst wurde ich früher so aus Gag genannt. Und das heißt so viel wie Fotzenlappen-Gespenst. Also ihr versteht, Fotzenlappen-Gespenst. Und daraus hat sich dann wiederum eben einfach mal wieder Foot abgeleitet oder einfach mal ein Lappen. Und aus dem Lappen ist eben auch dann Gamertag geworden, auch. Also das ist mein Xbox Live Gamertag. Jetzt wisst ihr alle Bescheid. Und so ist es letztendlich dann entstanden, dass ich dann der Lappen geworden bin. Aber nicht nur ich, auch meine beste Freundin, die heißt auch Lappen, weil die eben auch von diesem Herrn damals Footlappe Spanisch genannt wurde. Und hat sich dann irgendwie wirklich so übertragen. Also wir wurden dann beide echt ziemlich oft oder von so gut wie jedem einfach Lappen genannt. Und vor allem mir gegenseitig dann auch nur noch. Und ja, und so ist es entstanden und ich finde den Namen cool. DC Solaris, also ich vermute mal DC Solaris stimmt, fragt mich, womit nimmst du deine YouTube-Videos auf, Bild, Ton und Software? Stell uns auch mal deine Haustiere vor mit Hintergrundgeschichte. Videos nehme ich auf einmal entweder mit meinem Handy. Das ist ein Nokia 1520, wenn man das so sagt, 1520, oder mit der Nikon D5100, die ich auch bei eBay ersteigert habe. Mitunter ein Grund, weil ich Videos aufnehmen wollte, deswegen habe ich die ersteigert. Für 350 Euro oder so, ich weiß nicht, wie die im Neupreis ist, die glaube ich auch nicht viel teurer, also naja. Ton ganz normal, außer ich spreche irgendwas ein, dann nehme ich nicht Audacity. Finde ich sehr gut. Mit dem Bearbeiten muss ich noch extrem üben, wie ich da irgendwie die Stimme besser klingen lasse oder so. Also da mache ich jetzt momentan auch gar nichts, auch nichts bei Videos. Ich hoffe, es ist trotzdem anhörbar. Und Software vermute ich mal Schlitt-Programm, ist ja auch hier Bild und Ton, ja. Das ist Lightworks, nehme ich da, die kostenlose Version allerdings. Ich finde die ziemlich gut. Also viele benutzen ja immer dann Adobe Premium oder Pro oder wie das heißt, habe ich nicht. Und wenn ich mir, also ich wollte jetzt demnächst dann auch mal Geld dafür bezahlen, weil ich finde es einfach nur fair. Und ich glaube, bei Lightworks bekommt man dann auch mehr Features dazu. Da kostet das, glaube ich, dann 10 Euro im Monat oder sowas in der Art. Und ich vermute, also dass ich dabei bleiben werde. Ich würde mir, glaube ich, dieses von Adobe angucken, wie das ist. Aber Lightworks finde ich jetzt echt ziemlich cool. Sehr intuitiv und wurde auch schon für große Kinofilme verwendet. Ich will es nur gesagt haben. Eo Young hat so viele Millionen Fragen gestellt, dass ich diese auf jeden Fall aufteilen werde. Also in mehrere Folgen. Einfach nur aus der Fairness halber. Aber ich sag mal so viel. Die ersten 5 Fragen von ihm beantworte ich jetzt schon mal. Okay, also es sind wirklich viele. Könnt ihr euch ja mal selber angucken. Die erste Frage von ihm. Hast du schon mal einen Panzer Dragoon Teil gespielt? Nein, habe ich nicht. Hau mich dafür. Spielst du noch auf älteren Konsolen? Jein. Also, jein, nein. Ich mag Virtual Console Titel oder sowas, aber die Originalkonsolen besitze ich leider nicht mehr. Und jetzt spiele ich halt so, wenn dann wirklich auf dem Nintendo, auf der Wii U halt Virtual Console Titel und DS Titel gibt es ja auch teilweise. Ich hoffe und glaube, hoffe, dass Nintendo da irgendwie so ein System einführt, dass man die vielleicht für immer behält oder so, auch auf der nächsten Nintendo-Konsole. Sammle ich Videospiele? Fragt er. Ich weiß nicht. Das ist schwer zu sagen, weil ich kaufe mir nicht einfach Spiele nur, damit ich sie habe, sondern ich kaufe mir, wenn dann Spiele, weil ich sie haben möchte
und auch spielen möchte. Und in dem Sinne ist es mir aber dann egal, ob sie zum Beispiel digital sind oder physisch. Also, außer es ist irgendwie so eine geile Collector's Edition oder so, dann hau ich auch gerne mal zu, wenn ich das Geld habe. Guck mal, das Wort verwende ich so selten, dass ich es kaum aussprechen kann. Ich kenne es eigentlich nicht, das ist aus meinem Kopf ausgestrichen. Nee, deswegen habe ich zum Beispiel ja auch diesen coolen, naja gut, der hat ja nichts damit zu tun, aber mein Yoshi 3DS XL. Naja, ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass mir ein Wert daran liegt. Auf jeden Fall, deswegen kaufe mir auch viele Spiele digital, die kann ich ja nicht mehr wiederverkaufen. Aber das ist mir auch nicht wichtig, wie gesagt. Also, ich möchte die Spiele dann auch haben und die sollen dann auch mir gehören. Und ich möchte die nicht mehr verkaufen, weil ich habe schon Spiele verkauft, die ich im Nachhinein so bereut habe. Twilight Princess, Mario Galaxy auf dem GameCube. Weißt du, warum habe ich die verkauft? Da kriege ich echt so Aggression und deswegen versuche ich, also was heißt versuche ich, ich mache es halt nicht mehr. Und ich bin auch ziemlich glücklich damit. Also man könnte eigentlich sagen, ja, ich sammle sie. Aber wie gesagt, eben nicht, dass ich will jetzt irgendwie das seltenste Spiel haben, was es so gibt oder so, sowas gar nicht. Verfolgst du den Markt älterer Spiele? Nein, Ayo Young. Also, oder Ayo Young? Oder Ayo Jung? Sorry, musst du mal gucken, ob ich dich richtig ausspreche. Kannst du mir das mal sagen, bitte? Und dann ist die fünfte von deinem Text. Also, wie gesagt, ich beantworte noch alle deine Fragen, aber das wird aufgeteilt in die nächste Folge. Und dann die fünfte, wie gesagt, Zeichentrick oder CGI? Zeichentrick. Also, ich mag ja Animationsfilme. Also, wenn das damit ist, ist es vermutlich ja gemeint. Wie Monster AG und das große Krabbeln. Disney's Dinosaurier fand ich auch richtig geil. Und Ice Age und erst Madagaskar und Do It Little, wenn man das so dazu rechnen kann vielleicht. Ja, alles tolle Filme. Aber ich muss sagen, wenn ich halt sowas wie König der Löwen und Cup und Kappa und Mulan und... Also das sind jetzt natürlich alles Disney-Filme. Aber auch natürlich so diese Samstags-Cartoons oder so. Morgens bei RTL, Toon RTL oder wie das hieß, Kids RTL. Das war halt irgendwie diese CGI-Serien und so, die habe ich immer grundsätzlich weggeschaltet. Also ich meine, ich bin auch gar nicht noch in dieser Ära gewesen, sondern es war gerade so überlappend. Also die haben gerade erst angefangen, so CGI-Zeugs. Und wenn es dann aber welches gab, dann habe ich das immer, oh, nee, will ich nicht. Also ich habe sowas geguckt wie Gargoyles und Extreme Dinosaurs und ja, sowas eben. Goofy und Max. Dann später kam dann sowas wie Ren Stimpy dazu und die Bieberbrüder und die Tex Avery Show. Aber das war jetzt ganz, ganz spät, weil das war jetzt total gestört, diese Serie. Aber ich muss auch sagen, was ich irgendwie toll fand, war auf dem Disney Channel, weil früher hatten wir noch Premiere, wie es so hieß, meine Eltern, der Bär im großen blauen Haus. Und ich war zu diesem Zeitpunkt schon eigentlich zu alt für diese Serie, aber ich habe sie trotzdem gerne geschaut, weil ich finde, die hatte sowas Beruhigendes und was Schönes. Ich habe mich voll geschämt dafür, das zu sehen. Genauso wie ich mich früher auch geschämt habe, dafür Videospiele zu spielen. Weil nicht nur keiner die gespielt hat, die ich kannte zumindest. Und die es gespielt haben, waren ja immer die Nerds und die Idioten. Na! Ja. Traurig war das früher, traurig. Dann meine Haustiere vorstellen. Die habt ihr schon so oft gesehen, aber okay. Das hier, also der Schwanz gehört nicht zu dem. Das ist der Joker. Und das hier ist der Chucky. Der hat eine der nervigsten Katzenstimmen, die ich kenne. Während er eigentlich eine knuddelige Stimme hat. Aber ich habe sie beide gleich lieb. Gell? Auch wenn er der nervigere von beiden ist. Wobei, er kann auch nerven. Und das hier ist die Betty. Auch genannt Bertholomäus oder Bertram. Oder Bert. Ja, viele Namen. Sie sieht, Körperbau ist geschrumpft. Und wenn sie die Ohren aufstellt, sieht sie auch putziger aus. Nicht so idiotisch wie jetzt. Gell? Ja, jetzt legt sie die Momo ab wieder. Und jetzt noch die Hintergrundgeschichten. Und zwar, als ich nach Berlin gezogen bin vor 5,5 Jahren, also wir nach Berlin gezogen sind, das war im Juli 2010, konnte ich keines meiner Tiere von zu Hause mitbringen. Und ich bin halt so ein Tiermensch. Dann wollte ich halt unbedingt die ganze Zeit wenigstens schon mal Katzen haben. Ich weiß ja, Hunde sind halt ein bisschen zeitaufwendiger und ein bisschen teurer vielleicht auch. Was eigentlich so gar nicht stimmt. Ich glaube irgendwie, Katzen sind teurer im Endeffekt als Hunde.
Vor allem, weil Hunde wie Staubsauger agieren können. Das heißt, man spart Staubsaugerbeutelkosten und Futterkosten. Jedenfalls wollte ich unbedingt Katzen haben halt jetzt schon mal. Und dann so im November, also im Juli sind wir hergezogen und im November, also so im... Verwirrend. Im Oktober oder so habe ich angefangen, mich darum zu kümmern und dann habe ich dann irgendwie, bin ich dann auf so einen Katzenschutzverein gestoßen. Eigentlich wollte ich zum Tierheim gehen, habe das dann aber irgendwie nicht getan, warum auch immer. Und die haben dann gesagt, ja, sie hätten sogar Welpen, also Junge und ja. Jedenfalls habe ich die dann als Babys bekommen und dazu gibt es auch einige Bilder. Und die sind einfach mega putzig gewesen. Im November war es dann eben soweit und dann seitdem sind die jetzt hier. Also sie müssten jetzt dann im November oder September seien sie angeblich geboren, 5 Jahre alt werden. Und der Hund, der kam im Juli 2012 dazu. An dem Tag, an dem ich hier die letzten Schliffe bekommen habe, also es ist ja immer noch nicht fertig, da fehlt noch Farbe und das Nachstechen wurde nicht gemacht. Jedenfalls war das an einem Juli-Tag und ich wollte unbedingt jetzt endlich einen Hund haben. Und dann ging es eben ab ins Tierheim, Hund ausgesucht, angeguckt. Ich habe halt vorher schon geguckt, was es für Hunde gibt und dann habe ich sie auch gesehen. Und die sah auf dem Bild viel größer aus als in Wirklichkeit. Und dann so, okay, das ist sie. Also die haben die mir halt gezeigt, weil ich einfach gesagt habe, bla bla bla, ich habe die und die, sie hieß Knöpfchen, gesehen und ja. Dann habe ich die ausgewählt und dann sind wir mit ihr nach Hause gefahren. Nach einer Woche musste man so einen Check machen, ob es okay ist. Oder man hat irgendwie so 5 Tage Probezeit. Und ja, und dann habe ich mir die gekauft. 180 Euro kostet es dann Gebühr. Das ist die Geschichte meiner Tiere. Weil es gibt bestimmt Tierhater unter euch, die sowas nicht wissen wollen. Aber ja, ich hoffe, ihr wisst Bescheid. Was ich jetzt noch für die erste Folge Fragen beantworten sehr gut finde, ist nämlich aus fast täglichem Anlass. Wie schottest du dich von den ganzen Hatern ab, die dir erzählen wollen, wie du deinen Job machen sollst? Wie kacke der Inhalt, die Formulierung, die Bildauswahl, die Beschaffenheit der Absätze in Text, füge sonstiges hier ein. Sinn, dass Area Games ja sowieso schon seit Jahren den Bach runtergeht und man das insbesondere an deinen Beiträgen merkt, etc. pp. Ich hätte wohl nach einer Woche schon keinen Bock mehr, mich mit solchen Aussagen rumzuschlagen. Ja, ja, also es ist wirklich so, ich weiß nicht, irgendwie, es kann nicht an dir vorbeigehen. Auch wenn du versuchst so zu sagen, ja komm, diese scheiß Hater sind mir auch egal. Trotzdem trifft es dich immer wieder. Also man muss schon sagen, bei mir ist es schon so, dass ich denke, ach komm, scheiße, die labern doch nur behindert. Aber wütend innerlich macht mich halt trotzdem. Weil man, zum Beispiel jetzt aktuelles Beispiel, da macht man 2 Kickstarter-News an einem Tag und zuvor war monatelang wieder gar nichts über Kickstarter bei uns auf der Seite, weil es einfach nichts Interessantes gab. Und was ist? Einer kommt und sagt, mach dir jetzt jeden Scheiß spielen, Kickstarter-News. Ich meine, es ist jetzt nicht wirklich krasses Gehate oder Beleidigung gegen mich jetzt, so wie es jetzt hier aufgezählt wurde, oder gegen Area Games. Aber es ist halt einfach so, wo du dir denkst, Alter, wer hat dir denn den Hirn geschissen? Aber noch viel schlimmer sind halt wirklich so diese Sachen wie jetzt zuletzt, als ich dieses Update-Video hochgeladen habe, wo dann manche schreien, ah, du bist so unsympathisch und so scheiße und so behindert und dich wollen wir nicht sehen und so. Und ich denke so, Alter, was ist denn euer Problem, dass ich auf Area Games jetzt ein Video hochgeladen habe? Oder was? Also ich kann echt auch gar nicht sagen, was so diese Hater treibt. Ich habe sogar schon teilweise gesehen, dass manche schreiben, ja, ich finde den und den eigentlich ganz gut, aber haten macht Spaß. Und deswegen die Frage halt, wie schotte ich mich dagegen ab? Irgendwie, ja, ich lese es mir halt auch durch und lache entweder drüber oder denke mir, einfach, ja. Aber wie gesagt, so richtig abschotten kannst du dich davon halt nicht, weil es ist halt irgendwie immer da. Vielleicht sollte, also wie gesagt, mit dem Abschotten ist es schwierig zu beantworten, weil es eben nicht geht so richtig, aber zu sagen einfach, was gut beantwortet ist, vielleicht zu sagen, ich mache halt trotzdem immer wieder weiter, weil einfach die Leute, die es dann wiederum geil finden, und ich habe auch gar nichts gegen Kritik, konstruktive Kritik, wenn mir jemand sagt, ja, ich würde vielleicht dieses Wort oder jenes Wort mal tauschen. Zum Beispiel hab ich darauf erstmal verstanden, der Unterschied zwischen anscheinend und scheinbar. Da gibt es einen großen, großen, großen Unterschied, den ich nur so unterbewusst irgendwie immer erachtet habe, aber nicht die Definition davon erfahren hatte. Und das habe ich dann zum Beispiel rausgekriegt. So Dinge, es ist ja auch immer positiv, wie gesagt. Aber halt, wenn ich wirklich so lese, wenn sich Leute freuen und wenn sie vor allem auch
also auch bei News, bei Area Games, sich einfach darüber freudig austauschen, auch jetzt aktuell die HoloLens. Natürlich gab es dazwischen wieder so Idioten, aber großteils haben die Leute sich gefreut und ihre Ideen ausgetauscht und untereinander sich auch vor allem gefreut, und das erfüllt mich irgendwie total. Und jetzt auch eben, wenn natürlich dann jemand in der News sagt, oh, ich mag das voll, wie du schreibst, das ist natürlich, weißt du, das treibt mich immer wieder an. Und jetzt auch gerade vor allem mit den Videos, weil ihr so toll seid und das echt riesigen Spaß macht. Ihr, hoffentlich lacht ihr über meine Videos teilweise, wenn sie lustig sind zumindest. Und ich finde es immer so geil, wenn ihr halt dann irgendwie Fragen stellt oder mir irgendwelche Tipps gebt oder irgendwas dazu kommentiert, was ich gemacht habe und so. Das macht einfach riesigen Spaß. Und wie gesagt, das ist so der Antrieb, der irgendwie alles überwiegt. Nicht irgendwie, sondern der überwiegt einfach alles. Und das macht, das ist einfach das viel Geilere daran. Und das kann man sozusagen als Abschottung nehmen. Dieser Panzer aus Lappengang-Mitgliedern, der sich um mich drum legt und den man so fest umgreifen kann. Und die letzte Frage für heute. Oh, man hört Gerüchte, dass du ein Alien bist und dass du gekommen bist, um uns Follower mit auf deinen Heimatplaneten zu nehmen, um dort gegen Vandalismus zu kämpfen. Deswegen meine Frage, brauchen wir dann Badehosen oder eine Winterjacke? Wie verdammt nochmal hast du das rausbekommen? Wie? Na toll. Ja, ich sage natürlich Wintermantel.